Wir haben, liebe Schwestern und Brüder, den Beginn des Daniel-Buches gehört, jenes großen visionären Prophetenbuches, jener Schrift, die von Anfang an so etwas wie eine Trostschrift sein will. Und nicht umsonst haben die Ausleger auch in der Gestalt des Propheten eine Ähnlichkeit zu dem großen Visionär des Neuen Testamentes gesehen. Nicht nur, dass von beiden überliefert wird, sie seien enthaltsam gewesen. Wir wissen bei anderen Propheten, großen Prophetengestalten, dass sie verheiratet waren. Bei Daniel wird das nicht berichtet, sondern es ist immer wieder von seiner Enthaltsamkeit die Rede. Ähnlich wie bei dem Seher von Patmos. Und gemeinsam ist auch das hohe Alter des Sehers. Wir haben die Schilderung gehört, wie tief in dieser schwierigen Situation des Exils die Eingriffe in die Persönlichkeit sind. Junge Leute, wahrscheinlich vielleicht 14, sollen komplett die andere Kultur erlernen, durch Sprache, durch die Gepflogenheiten am Hof. Das fängt man mit 30-Jährigen nicht mehr an, sondern ganz bewusst, das war zu allen Zeiten so, greift man sich die Jugend heraus. Die Intelligenz greift man sich heraus. Leider ist Vers 7 hier rausgestrichen, unter dem berichtet wird, dass der König sogar die Namen ändert, dieser vier Jünglinge. Diese hebräischen Namen, die alle einen Gottesbezug haben, die werden geändert in neue Namen. Das ist nur das äußere Zeichen, wie tief diese Änderung in die Persönlichkeit eingreifen kann. Aber gerade was die Namen deutlich machen, zeigen diese vier, allen voran Daniel, dass sie mit ihrem Herzen in der Verbindung zu Gott bleiben. Nicht Revolution ist hier angesagt, sondern durch Klugheit und durch ein reines Herz, das ganz auf Gott ausgerichtet ist, auch in den schwierigsten Situationen, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache, unter fremder Herrschaft, dennoch die eigene religiöse Identität zu bewahren und zu leben. Und gerade dadurch interessant zu sein. Und das Buch erzählt deutlich, wie Gott mit diesen jungen Leuten war, wie er sie führt, wie er eigentlich die Regie hat, eine Regie der Rettung. Ich denke, wir könnten heute viel davon lernen, indem wir uns selber erst einmal eingestehen, dass auch wir unter schwierigen Umständen unser Christsein zu leben haben. Wir sind nicht so deutlich wie hier in diesem Buch, aber wir leben, wenn wir unser Christsein ernst nehmen, unter gänzlich fremden Bedingungen. Das wäre das Erste. Ist aber nicht mit einer Bockigkeit oder einer Sturheit zu leben, sondern mit Klugheit und einem Herzen, das ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das können wir im ersten Kapitel des Buches Daniel lernen.